Ich bin Marc Eggers und ich suche die Frau fürs Leben. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Dennis Wolter, Entertainer, Musiker, Moderator und Prominenter. Und ich habe mit dieser Brille jetzt den Nacktscanner. Wow, Luki, wow! Wow, hey! Hi, ich bin Lea und ich darf viel lieber mit Marc am Ballermann. Und damit herzlich willkommen zu Erkennst du den Song? Das beste, tollste, super, mega, mäßig, geilste Musikformat auf YouTube. Heute wieder mit zwei tollen Gästen. Zu meiner Linken, die Lea. Und zu meiner Rechten, der Mann mit dem Mikrofon, Marc Eggers. Wenn ihr euch denkt, ich möchte mal dabei sein, bewerbt euch jetzt in den Kommentaren oder schreibt mir euren Lieblingssong rein. Würde mich persönlich interessieren, denn dann kann ich das lesen und dann mir denken, Mensch, den Song kenne ich vielleicht noch gar nicht. Und bewertet natürlich das Video. Ist mir besonders wichtig. Lea, woher kommst du? Das sage ich ungern, aber aus Duisburg. Duisburg, warum? Ist doch schöne Perle im Ruhrgebiet, mein Nasi. Ja, es ist herrlich. Ja. Hast du gerade ein Zeichen oder was? Nee, mein Nasi juckt die ganze Zeit. Okay. Christina Aguilera und Pitbull. Feel this moment. Ja. Es ist, wenn man so eine große Klappe hat, nicht, scheißt man schon rein beim ersten Song. Ne? Boah, ist voll die Disco-Musik, ey, voll hammermäßig, ey. Lea, wo geht man in Duisburg feiern? Eigentlich nicht in Duisburg, sondern eigentlich mehr in Krefeld. Oh, was ist denn Krefeld? Die Kufa, die Kufa ist cool. Oh, okay. Gibt es in Krefeld nicht so Diskotheken, die so nach einer Autobahn benannt sind, so A1 oder A96 oder sowas? Nee, doch, es gibt das Gleis 18. Ach, sowas, immer Zahlen, überall, ne? Ja. Zahlen. Ist super. Und wie machst du Party? Bist du eher die Tänzerin oder die Trinkerin oder welche Musik? Ich tanze gerne betrunken. Oh ja, zu guter Musik. Ja, mach ich auch gerne. Ich tanze betrunken zu schlechter Musik. Rapper machen auf Ghetto mit Thai-Boxer Schnitt, aber benutzen Wörter wie nice oder lit. Nehmen den Penis vom Rockerclub, Resis in den Mund, so wie ein Eis von Sucket. K2Go, Bunker, Platz 1er BMW voller White Widow. Bin ein Fall fürs Polizeibüro, du dagegen für die Olli Geissen Show. Testo E, Testo E, ha! Ist mein Nachbar. SSIO, Testo E. Ich weiß nicht, welcher Song es war. Der wohnt direkt bei mir und ich weiß es nicht. Erzähl, es kann echt nicht sein. Ich bumpf gleich den Pultscheiß. Kriegst du den manchmal so, wenn du manchmal den Müll rausbringst? SSIO ist dein Nachbar? Ja, ein bisschen weiter oben wohnt er noch. Oder der hat besseren. Ist er ruhig oder ist er eher super laut? Ruhig. Ja? Er guckt zur anderen Seite raus. Und ich wusste es nicht. Ich wusste, die Musik habe ich schon mal gehört. So, die kam durchs Fenster rein bei mir. Ja. Aber nee. Okay, 2-0-0. Lea, ich habe natürlich noch einen tollen Fakt zu dir. Oh nein, über dich. Du hast Finch mal deine Brüste gezeigt, als er im Club aufgetreten ist. Ja. Und er hat sich dafür bedankt. Ja. Erste Frage, warum hast du das gemacht? Hat sich aufgefordert? Da war ich betrunken. Mhm. Und der hat noch so einen Zusatzauftritt gemacht zu seinem eigentlichen. Und dann stand ich zufällig in der ersten Reihe. Und ich habe ihn gerufen, der hat halt nicht geantwortet. Mhm. Ah, okay. Und dann war ich irgendwie sehr betrunken und dachte mir so, ja, dann einfach mal Oberteil hoch. Also wenn ich nachher sage, ich verstehe dich nicht, dann weißt du, was du zu tun hast. Er hat sich dafür bedankt, freundlich, die Hand gegeben. Er hat oder? Gesagt, er guckt mich an und hat gesagt, ey, danke. Das hört sich nach unserem Finchi an. Marc, bist du von irgendjemandem Fangirl, Fanboy, von irgendeinem Star? Du Fanboy, den du mal sehen willst? Von ich war ein, oder bin ein riesen Michael Jackson-Fan. Musikalisch zu spät. Muss ich natürlich sagen. Der hat mir ganz viele TikToks gerade angezeigt. Ey, zeitlose Musik, nichts zu spät. Bei Michael Jackson gibt es keinen zu spät. Muss ich auch sagen, die Musik hat mich sehr geprägt. Mhm. Auch so als Tänzer war das so der erste Berührungspunkt. Mhm. Daher Michael Jackson auf jeden Fall. Sam Fender, 17 Going Under. Ja, aber das weiß man. Das weiß man. Nee, das weiß man nicht. Also wirklich auch das ist ganz neu. Spiel. Das ist eine ganz neue Musik. Nicht alt. Das ist ganz neu. So Singer, so Rocker, Singer-Songwriter, so, ey. Ich geh als so spielt Thomas Gottschalk Gitarre. Hey, hier. So. Scheiß auf den Job, scheiß auf mein Geld. Egal, muss ich was ihr sagt, egal, was ihr denkt. Ich möchte nur eins. Also, ich möchte mein Glück. Alles egal. Ich will mal zurück. Voll im Blackout. Ich weiß nicht, von wem das ist. Ah, ich weiß es. Da bin ich doch da. Ah, können wir das schneiden, dass ich direkt gedrückt habe? Lorenz Büffel, Johnny Depp. Dip, dip, Johnny Depp, Depp, Johnny, Johnny Depp. Mann. Voll den Blackout. Hey, ich finde, das ist voll schwer immer so die aber die, ey, das ist Schande über mein Haupt. Letzte Woche noch gegrölt mit 2,8 Promille. Auf den Tisch. Den Lorenz angeschrien. Grüße gehen raus an dich natürlich, Lorenz Büffel. Ich hab einen Wurf. Oh, meine Mutter, Leila. Lea, du hast Abi gemacht. Ja. Ich
steht auch eine Abifahrt an oder was habt ihr gemacht? Nee, ich war in Kroatien letzte Woche. Aber mit der Klasse? Nee, mit meinen Freunden. Aber gibt's hier keine? Gibt's, es gibt doch die Abi-Abschlussfahrt. Ja, gab's bei uns nicht, weil Corona. Oh, hier, der hier, echt, ey. Wir haben gefickt und der Himmel war so stern. Ja, Henning Mai, Juju vermissen. Kann man jemand so krass vermissen, wie ich dich in diesem das muss man wissen, weil es ist ein sehr bekannter Song. Tayo Cruz, Like It's Dynamite. Ja! Ja, warte mal. Das kann ich ja jetzt sagen. Tayo Cruz, nur Dynamite. Ja, richtig. Ja, richtig. Aber warum schläft ihr denn? Ich bin doch auf dem richtigen Weg gewesen. Like ist dein. Lea, du hast mir was mitgebracht, ein Geschenk. Ach ja, genau. Ja, also das ist cool. Okay. Lass das Oberteil an. Ja, ich wollte es gerade sagen. Hey, das war frech. Nee, das ist cool. Also, wow. Ich habe so ein neues Hobby. Mit einer Freundin. Vino Color. Ja, das ist echt. Also ach, ich das ist aber mich, süß. Ich fühle mich genauso wie in dem Alter, wo ich Vino Color benutzt habe. Also wir machen so Armbänder und so selber immer. Habe ich auch an. Wow. Cool. Und jetzt haben wir für euch beide ein Armband gemacht erstmal. Ist wunderschön. Wow. Super. Und dann haben wir so noch eine Idee gehabt, Bügelperlen. Mhm. Und das hier ist ein Untersetzer. Hier. Wow. Und das tut man oben drauf, damit keine Wespen und sowas ins Getränk kriegen. Ah, das ist aber schlau. Ich mach mir Kamillentee, zum Runterkommen hilft immer Tee. Ja, ey, stimmt, ich mag Tee. Ich hoffe, dass du verstehst, ja. Yeah. Leute fragen mich, ist bei dir alles okay? Ist das Simon Desio Kamillentee? Wahrheit ist, boah, ich hab ein jetzt kleines ich Problem. Stehen. Ich bin ein Badnesser, Baby, ein Badnesser. Simon Desio Badnesser. Ja. Was denn, hä? Ich bin so. Hab ich auch noch nie gehört. Beides darf nicht sein. Also den Song kenne ich ja gar nicht. Das ist wahrscheinlich aus der guten alten YouTube-Zeit. Lea, du arbeitest nebenbei im Fitnessstudio. Wie viele dumme Sprüche und irgendwelchen Vollidioten muss ich am Tag anhören, wenn du vorbeiläufst oder... Boah. Ja, oder? Gelegentlich, ne? Oder? Aber nimm mal mit, mein Gott. Nee, das geht nicht, das ist scheiße, weil wenn ich da trainiere, würde ich nie sowas machen. Dann mache ich meine Curls, meine Hammer Curls, meine Butterflies und dann lasse ich Leute in Ruhe. Jessie J. Nee. Pardon? Ah, ah, Katy Perry Pardon. Oh. Ja! Ah, Katy Perry hätte ich gewusst, Mann. Perry! Ai. Gut. Alcantara, Banfang, Bama, Gaso, CL500, Jizzle. Wow! Ey! Auch mal Reeperbahn gewohnt, waren auch Nachbarn von mir. Ey, ich war auch in Hamburg vor 3 Wochen, war ich in Hamburg und auf die Reeperbahn nochmal drüber gelaufen. Boah, das ist schon... Reeperbahn-Umfragen habe ich auch gemacht. Schön. Ja. Hast du es gemacht? Ja. Aber das ist natürlich, das ist nicht lebensgefährlich oder so? Doch. Ja? Was war deine spannendste Geschichte, die da passiert ist? Bist du angegangen oder... Ich hatte mal eine Frau, die hatte Lust mit mir noch mit nach der Umfrage nach Hause zu kommen. Du bist fett. Das war echt Sekunde. Oh. Ja, Pietro Lombardi, phänomenal. Ja! Ja, weil man nennt ihn auch die Hüfte, man nennt ihn auch die Hüfte. Starkes Ding. Der war wichtig, den habe ich gebraucht. Früh drücken, Signale senden, zeigen, dass man da ist. Weiter. Oh, wie peinlich. Apache? Entschuldigung. Roller. Nein. Doch! Ist es? Ganz genau. Rollen. Rollen hat er schon gedacht. Was reicht nicht? Ah! Was ist denn das? Apache 207 Roller. Ah! Ja, aber ich hab's ja auch gewusst. Und damit gewinnt Lea. Erkennt sie den Song? Ich will mir die Ananas. Das war. Oh Mann! Das war's. Super, cool. Toll, schön, ja. Den Preis an die Playa, oh ey. Nein! Ah, ey. Oh. Noch
Mann, es war so zu knapp. Langsam. Ich war noch da. Ich war ja, zu langsam. Mit Mund warst du im Buzzer. Ich war zu langsam. Aber ich sag auch ehrlich, das wäre peinlich gewesen, weil Apache ist halt einfach. Apache ist einfach der King. Künstler. Ist der klagt jeder. Großer Applaus für Marc Eggers. Absoluter Reinfall. Und natürlich für Lea. Wenn ihr auch mal mitmachen wollt, dann haut jetzt euren Lieblingssong in die Kommentare und schreibt gerne euren Lieblingssong rein und wie euch das Video gefallen hat. Marc, wo geht's für dich jetzt direkt hin nach dem Studio? Nach Hause. Nach Hause. Weil und ich weiß. Wer es nicht weiß. Genau so sieht's aus. Lea, was machst du den Tag noch? Mal gucken, vielleicht feiern gehen. Ich habe ja nichts zu tun im Moment. Heute ist Montag. Ja, aber ich habe ja nichts zu tun. Heute ist natürlich Dienstag, 17.15 Uhr oder sowas. So. Sonntag, 17 Uhr. So, Lea, mach mal die Endcard und zeig beim ersten so nach oben, beim anderen so nach unten. Okay. Sag oben wartet, unten wartet. Oben wartet. Mach mit den Fingern. Die Frage, Saufexperiment. Wie verändert mich Alkohol? Sehr wichtig zu wissen. Und unten die letzte Folge, erkennst du den Song?